Oh, das wird schwieriger, als ich dachte. Ich muss jetzt langsam mal anfangen. Die Zeit rennt, beschleunigt sich mit Corona. Die Leute warten auf ein neues Video. Diese dämlichen Schreibblockaden ziehen sich immer so lange hin. Sollte ein Video über Beschleunigung nicht eigentlich schneller zu Papier gehen? Akzelerationismus geht nicht unbedingt leicht von der Zunge. Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht hat jemand anderes schon etwas veröffentlicht, das ich glauben kann. Jemand, der intelligenter sprechen kann als ich. Schauen wir uns doch mal an, was der Geistesader so zum Thema zu sagen hat. Jetzt muss man natürlich sagen, nicht alle Verteidiger von gewaltsamen Protesten sind Akzelerationisten, aber alle Akzelerationisten begrüßen eigentlich gewaltsamen Protest oder sehen ihn als unausweichlich an. So ganz ist mir das noch nicht klar. Aber jemand, der so intelligent aussieht, hat bestimmt viele Bücher gelesen, die er als Quellen in der Beschreibung verlinkt hat. Muss ich wohl doch zurück zur Quelle. Aber das wird unschön. Wir müssen über Nick Land reden. Nehmen wir einmal die Definition von Wikipedia zum Ausgangspunkt. Der Akzelerationismus will den Kapitalismus beschleunigen, um einen radikalen Wandel zu provozieren. Da hört's aber auch auf. Und da steht auch nichts von Gewalt in dem Sinne. Außer natürlich in Bezug auf Rechtsextremisten. Aber wer ist da überrascht, bitte? Akzelerationismus ist sehr komplex und es ist vor allem das Wie und das Wozu, das sich je nach politischer Überzeugung und wie viel Restamphetamin das sich noch im Blutkreislauf befindet, völlig unterscheiden kann. Deswegen entgeht Leuten mit mäßiger Bindung zu Literaturverzeichnissen, dass sich ihre eigenen Ansichten vielleicht gar nicht so sehr von denen von Nick Land unterscheiden. Aber alles in Ordnung. Wenn man keine Ahnung hat, kann man das maskieren, indem man einfach mit Hufeisen um sich schmeißt. Linker und rechter Akzelerationismus treffen sich auch in der Befürwortung eben von Unruhen, von Ausschreitungen, von Terrorakten und zwar teilweise von den gleichen Unruhen. Es gibt linke Gruppierungen, die Rassenunruhen anfeuern wollen, um den Protest und die Gruppen als Rammbock für die kommunistische Machtübernahme zu benutzen, im Sinne einer linken Identitätspolitik. Aber Gunnar Kaiser ist nicht der einzige schlechte Take zum Thema. Ich merke vermehrt, dass die Leute sich für das Thema interessieren, aber es nicht wirklich gute Ressourcen gibt, um ihnen eine Einführung zu bieten. Dieses Video wird Teil einer Reihe sein. Im ersten Teil werden wir uns den historischen Kontext anschauen, in dem der Akzelerationismus als Philosophie entstanden ist. Dann werden wir uns einige Begriffe aus dieser Denkschule anschauen und was sie genau bedeuten und wo ihre Widersprüche liegen und was man mit ihnen anstellen kann. Und zu guter Letzt werden wir uns anschauen, warum eine Beschäftigung mit dem Akzelerationismus heute noch wichtig ist, wo sein Einfluss heute noch zu finden ist und was er auch für linke Theorien noch Wichtiges leisten kann. Der Ursprung des Akzelerationismus oder von dem, was wir heute darunter verstehen, liegt in den 1990er Jahren an der Universität von Warwick, wo sich eine inoffizielle Gruppe von Lehrenden und Studenten unter dem Namen der Cybernetic Culture Research Unit versammelt haben. Aber was sicher ist, ist, dass sie zuerst von der Cyberfeministin Sadie Plant geleitet wurde und irgendwann dann in die Hände von Nick Land fiel, der sie bis zu ihrer Auflösung durch die Behörden der Universität geleitet hat. Mit einer Mischung aus Okkultismus, Kapitalismuskritik, Futurismus, Mystizismus, das war alles damit verbunden, oder? Nach einem Nervenzusammenbruch um die Jahrtausendwende wanderte Land nach Shanghai aus und arbeitete dort für einige Zeit als Propagandabot des Winnie-the-Pooh-Regimes, bevor er Curtis Yarvin, besser bekannt als Menzies Moldbug, traf und mit ihm zusammen die neoreaktionäre Szene gründete. Sein Essay Dark Enlightenment zählt zu den grundlegenden Texten der Alt-Right-Bewegung und beeinflusst das Weltbild von Rechtsterroristen und Rechtslibertären bis heute. Das heißt auch, dass Gunnar und NRX-Land eben viel gemeinsam haben. Beide haben Nazis unter ihren Anhängern, von denen sie sich nur performativ distanzieren wollen. Beide verehren die neoliberale Schule, unter anderem Hayek. Und beide halten den Kapitalismus buchstäblich für eine Gottheit, dem wir normalen Sterblichen nicht ins Gewissen zu reden haben. Allerdings, und das muss man Land zugutehalten, ist sein intellektuelles Erbe damit nicht erschöpft. Bei all den fragwürdigen, schlechten Entscheidungen, die er in letzter Zeit getroffen hat, dürfen wir nicht vergessen, dass er auch progressive Denker beeinflusst hat, wie das xenofeministische Kollektiv Laboria Carbonics, Mark Fisher, Alex Williams, Nick Czernyszek oder wie man den Namen ausspricht.
Außerdem hatte er einen nicht unerheblichen Einfluss auf Kunst und Philosophie, verbunden etwa mit Namen wie Kutfu Eschun, Steve Goodman, Robin McKay, Ray Bossier. Und ehemalige Mitglieder der CCIU waren beteiligt an der Entstehung von Verlagen wie Zero Books und Urbanomics. Akzelerationismus hat also eine komplexere Geschichte als bloße reaktionäre Verehrung von Kapitalismus und Beschleunigung und eine nicht zu unterschätzende Breitenwirkung. Damit auch inhärent inhaltlich widersprüchlich, was aber, denke ich, auch Teil seines Erfolgs ist. Bei jeder Diskussion um Land kommt man daher nicht darum herum, zwischen einer Früh- und einer Spätphase in seinem Denken rigoros zu unterscheiden. Wenn ich also in diesem Video von CCIU Land spreche, dann meine ich den frühen Philosophen, die frühe Philosophie. Und wenn ich von NRX Land spreche, dann meine ich den rechtsesoterischen, antidemokratischen Skynet-Quatsch, den wir heute so peinlich finden. Da es sich um so eine komplexe und widersprüchliche Bewegung handelt, kann ich natürlich in einem Video oder in einer Videoreihe nicht alles aufgreifen. Der eigentliche Text ist weniger wichtig als der Kontext, auf den er verweist. Und eine Interpretation von dem, was zwischen den Zeilen steht und in den Metaphern zu lesen ist, ist oftmals wichtiger als das, was wortwörtlich dort steht. Nicht umsonst hat Land seine Arbeiten auch als Theory Fiction bezeichnet. Was den Akzelerationismus auch inhärent interessant macht, ist seine Institutionskritik. Wenn man seine Texte aus dieser Zeit direkt liest, kommt man nicht umhin, eine ähnliche Faszination zu spüren, wie Mark Fisher sie hier ausdrückt. Aber das Interessante an Nick ist, dass seine Antwort auf das hyperrationale Gefängnis der akademischen Philosophie nicht daran besteht, vor ihr zurückzuweichen, sondern sie bis zu dem Punkt zu beschleunigen, wo sie implodiert und ihn vielleicht sogar mitnimmt. Also anstatt sich von der Theorie zurückzuziehen, verstand er die Theorie besser als der pflichtbewussteste akademische Bürokrat es je könnte. Und das ist, was ihn in dieser Zeit zu so einem wunderbaren Lehrer machte. Lands Philosophie selbst bekommt oft das Label des Cyberfuturismus zugeteilt, was auch Sinn macht. Der Akzelerationismus teilt viele Gemeinsamkeiten mit dem italienischen Futurismus Anfang des 20. Jahrhunderts, da es die Faszination für Geschwindigkeit, der Versuch, diese durch eine Desintegration von etablierten Formen zum Ausdruck zu bringen, da es dieser Maschinenfetisch und der nicht ganz komfortable Fakt, dass viele Anhänger zum Faschismus übergelaufen sind. Ich denke, man kann diese Parallelen damit erklären, dass man sich den historischen Kontext anguckt. Wo die Veränderung für den italienischen Futurismus eine industrielle war, reagierten die Cyberfuturisten in den 90er Jahren auf die Digitalisierung und Globalisierung. Wichtig ist hier der Zeitraum von der Durchsetzung des Neoliberalismus mit Reagan und Thatcher bis zur Finanzkrise von 2008. Hier ist ein Clip von Alan Moore, der meines Wissens nach nie etwas mit Land zu tun gehabt hat, den Zeitgeist aber trotzdem auf den Punkt bringt. At the last count, human information was doubling around every 18 months. Further to this, there is a point sometime around 2015, where human information is doubling every thousandth of a second. This means that in each thousandth of a second, we will have accumulated more information than we have in the entire previous history of the world. At this point, I believe that all bets are off. I cannot imagine the kind of culture that might exist after such a flashpoint of knowledge. I believe that our culture would probably move into a completely different state, would move past the boiling point from a fluid culture to a culture of steam. Aber dass sich diese Versprechen des Zeitgeists letztendlich nicht erfüllt haben, ist vermutlich auch ein Grund dafür, dass sich der Akzelerationismus nach der Finanzkrise sowohl in seiner linken Sparte als auch in seiner rechten Sparte erheblich diversifiziert hat. Also müssen wir, um zu verstehen, wie wir hier gelandet sind und wie alles endete, nochmal einen genaueren Blick auf den historischen Kontext werfen. Die erste Phase möchte ich die experimentelle Phase nennen. Es ist eine Zeit der Konflikte, wo sich die dominanten politischen, kulturellen und sozialen Entwicklungen, die unser heutiges Leben prägen, noch nicht vollständig durchgesetzt haben. Neoliberalismus gegen die Gewerkschaften, Konservative gegen Drogen, die neue deutsche Welle gegen guten Geschmack. Und in der Hitze dieser Auseinandersetzung formten sich die Themen und die Bildsprache, auf die der Akzelerationismus in Warwick letztendlich zurückgreifen würde, wenn er von Beschleunigung spricht. Ihr seht, was ich meine. Gleichzeitig werden Meilensteine gesetzt, die Weichen für die Zukunft stellen. Computer im Heimbereich, ein öffentliches Internet, auch die Globalisierung steckt in den Startlöchern und wartet nur darauf, dass der Kalte Krieg endet.
eine neue Generation, die retrospektiv Generation X genannt wird, beginnt die gesellschaftliche Dynamik zu bestimmen und ihre Jugend ist wesentlich von subversiven Musikkulturen geprägt. Begleitet und inspiriert von all dem entwickelt sich eine faszinierende Popkultur, die bis heute nichts an ihrer Aktualität verloren hat. Mark Fisher charakterisierte diese experimentelle Kultur im Nachhinein als populären Modernismus und ich finde, das ist ein Label, das sehr gut passt. Aber wieso kam es zu diesem Ausbruch an Kreativität? Es war sicherlich nicht die Etablierung des Neoliberalismus, die den Markt und seine Kräfte befreit hat. Ich denke eher, dass es daran liegt, dass die toxischen Mechanismen des Neoliberalismus, mit denen wir heute nur allzu vertraut sind, sich noch nicht so allumfassend auf Kulturschaffende ausgewirkt haben. Die kulturelle Produktion war noch nicht so durchstandardisiert und formalisiert wie heute. Stattdessen war es Kulturschaffenden erlaubt und es wurde sogar ermutigt von Publikum und Produktionsfirmen, mit ihrer Kreativität zu experimentieren. Immer auf der Jagd nach dem nächsten großen Ding ließ man den Kreativen freie Hand, anstatt sie an eine Leine zu nehmen, um eine möglichst risikofreie Ware zu schaffen. Und diese Freiheit schlägt sich in einer subversiven Kunst nieder, die es allemal mit den Avantgarde-Bewegungen der Vergangenheit aufnehmen kann. Aber im Gegensatz zu diesen gleichzeitig massentauglich und profitabel war populärer Modernismus. Es gibt viele Beispiele für diese Entwicklung, aber im Kontext des Akzelerationismus möchte ich hier auf Science-Fiction-Filme verweisen. Der Blick war auf die Zukunft und auf die Probleme des Hier und Jetzt und die Entwicklung des Hier und Jetzt gerichtet. Die nächste Phase vom Ende der Sowjetunion bis zu den Anschlägen von 9/11 habe ich die euphorische Phase genannt. Nun, die Wörterbuchdefinition bezeichnet Euphorie als eine überschwängliche Gemütsauffassung und im Fall der 1990er kann man durchaus davon sprechen. Es gab eine durchaus enthusiastische Aufbruchsstimmung, die aber an allen Stellen auch von Ambivalenzen geprägt war. Eine neue globale Einheit wurde gepredigt. Man diskutierte über das Ende der Geschichte. Auch wenn die These schnell verworfen wurde, hatte sie doch konkrete Auswirkungen auf Politik und Popkultur. Hatte der Neoliberalismus in den 1980ern auch keinen Hehl daraus gemacht, was er eigentlich erreichen wollte, veränderte er sein Make-up in den 1990ern. Der progressive Neoliberalismus, wie ihn Nancy Fraser genannt hat, zieht eine blumige Tapete vor die reaktionären politischen Entscheidungen in der Wirtschaft. Was als eine Abkehr von den Ideologien der Vergangenheit verkauft wird, ist de facto ein Rechtsruck, der hinter einer zentristischen Technokratie versteckt wird. Nach dem neoliberalen Kahlschlag, der von der Sozialdemokratie des Dritten Weges weitergetrieben wurde, stand ein Großteil der Wählerbasis der Arbeiterparteien ohne politische Vertretung da. Sie fühlten sich von New Labour verraten. Währenddessen kamen die ehemaligen Ostblockstaaten in näheren Kontakt mit den westlichen liberalen Gesellschaften, was auch zur Folge hatte, dass die rechten Subkulturen, etwa in Ostdeutschland, mehr Aufmerksamkeit bekamen im westlichen Fernsehen. Popkulturell kann man sagen, dass sich die Entwicklung der 80er zunächst fortsetzt. An anderer Stelle, etwa in David Fincher-Filmen, zeichnet sich bereits der Wandel ab, der in den 2000er Jahren auf uns wartet. In Sieben oder in Fight Club steht die Apathie und Müdigkeit im Vordergrund, die das Gefühl der Beschleunigung, des Aufbruchs zunehmend vereinnahmt. Begleitet wird dieses Gefühl von einer Sehnsucht nach dem Archaischen, die sich etwa im wiederaufflammenden religiösen Fundamentalismus oder in einer Rückkehr zu als archaisch wahrgenommenen Männlichkeit. Doch noch bleibt dieser Konflikt weitestgehend unsichtbar. Als avantgardistische, antiautoritäre Kunstform dominiert der Cyberpunk. Cyberpunk war sehr erfolgreich darin, die Ambivalenzen dieser neuen Aufbruchsstimmung durch eine Mischung aus utopischen und dystopischen Zukunftsvisionen einzufangen. Seine Energien zieht er aus dem populären Modernismus, der in den 1980ern aufgekommen ist, kombiniert sie mit postmoderner Philosophie und einer Faszination für virtuelle Realitäten, die es als eine Art New Frontier zu erkunden gilt. Und das Internet wächst eben parallel zu der Macht von transnationalen Konzernen. Die Silben Hyper und Cyber waren überall zu finden. Und in diesem Klima bildet sich die CCIU aus jungen Akademikern, die mit dem Cyberpunk und der postmodernen Philosophie aufgewachsen sind und von den rapiden Veränderungen in der elektronischen Tanzmusik fasziniert waren. Dann kamen die 2000er. Wie soll man die 2000er in korrekter Fachterminologie beschreiben? Der lange Hangover, ein kritischer Unfall. Gefühlt sah Popkultur von heute auf morgen sehr anders aus. Land fand seine eigene treffende Beschreibung für diese Zeit, die Facebook-Ära. Aber wenn wir die Situation rückblickend als Außenstehende betrachten wollen, bringt es Mark Fisher wohl wieder am besten zu Papier, wenn er schreibt:
Wenn Landszyber Futurismus uns überholt erscheinen kann, dann geschieht das nur auf dieselbe Art und Weise, wie Jungle und Techno überholt sind. Nicht, weil sie von neuen Futurismen abgelöst worden wären, sondern weil die Zukunft selbst der Erinnerung erlegen ist. Die reale nahe Zukunft bestand nicht darin, dass das Kapital sich die Latexmaske abzieht und den Kopf des maschinellen Todes darunter enthüllt. Es war das genaue Gegenteil. Neue Aufrichtigkeit. Apple Computer beworben von kitschig süßem Pop. Wieso hat die Welt der Zukunft den Rücken gekehrt? Die Anschläge vom 11. September hatten sicherlich ihren Anteil daran, aber es ist fraglich, hier die einzige Ursache zu suchen, wie ich im Kapitel zu den 1990ern versucht habe darzustellen. Die Müdigkeit und Apathie war schon da. Mit der Zukunft verschwand die kreative Verspieltheit, die den populären Modernismus ausgemacht hat. Gefragt waren plötzlich einfache Emotionen, keine großen Ideen mehr, keine Visionen. Konflikte zwischen Gut und Böse sollten es sein, am besten weit entfernt vom Alltagsleben. Die Zeichen standen auf Fantasy statt auf Science Fiction, Glitzer-Hip-Hop statt Jungle, Harry Potter und Herr der Ringe statt Cyberpunk. Neben dem holprigen Start ins neue Jahrtausend und der sich ausbreitenden Müdigkeit gegenüber der Beschleunigung war da die ökonomische Situation. Waren die sozialen Verwerfungen in den 80ern und 90ern noch sichtbarer Bestandteil der Popkultur, wurden sie nun einfach unter einen Teppich aus jingoistischer Paranoia oder erzwungener guter Laune gekehrt. Konservative Antwort auf alle Probleme, neben Korruption natürlich. Fischer gab dieser Gesamtsituation später den Namen kapitalistischer Realismus, der nun alle Ebenen der Gesellschaft dominierte und diese in eine neue Fantasielosigkeit und Spießigkeit stürzte, von der wir uns erst allmählich in den 2010ern erholen werden. War die Zeit vor dem Millennium auf allen Ebenen von Grenzüberschreitung und Experimentierfreude geprägt, kann man diese neue Zeit, in der ich erwachsen wurde, hallo zusammen, nur als Stagnation bezeichnen. Aggressiv, unpolitisch, hipster-ironisch, vulgär, konsumbesessen, oftmals einfach nur banal und dumm. Und das eben von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen auf der gesamten kulturellen Bandbreite. Von der kulturellen Latrine des Privatfernsehens bis in die unerklärlichen Höhen des High-Society-Kults um Leute wie Damien Hirst und Jeff Koons. Aber auch die gute Kunst bediente allenfalls noch persönliche Probleme und Emotionen und traute sich nicht mehr an die Politik und an die Kultur ran. Gab keine wirkliche Gegenkultur mehr. Waren die 80er und 90er die Zeit postmoderner Subversion, waren die 2000er die schlimmste Zeit der postmodernen Oberflächlichkeit, wie sie von Fredrik Jameson vorhergesehen worden ist. Und was soll ich sagen, als Freigeist in diesen Zeiten aufzuwachsen, hallo zusammen, war nicht einfach. Die Sprache der Rebellion aus früheren Zeiten war natürlich noch da, aber nur als ausgehöhlte, entzauberte und leblose Erinnerung. Und war man nicht zufrieden mit der Gesamtsituation, wurde man von allen Seiten mit einer neuen toxischen Positivität zugekleistert. Und wenn man daran erstickte, wurde man nur auf irgendwelche Coaches oder Selbsthilferatgeber verwiesen. Wie Millennials, die mit dieser Ideenlosigkeit und dem hohlen Konsumismus nichts anfangen konnten, flüchteten uns in die Errungenschaften der Vergangenheit. Anime, Stephen King, Alan Moore, in meinem Fall. Wir flüchteten uns damit auch vor der Verantwortung, etwas Eigenes zu schaffen. Aber wer hätte uns dabei unterstützt? Der Einstieg in den kulturellen Betrieb war schwieriger denn je. So blieb nur der Alkoholabsturz, die Memes und World of Warcraft. Überraschung! Und Kapitalismus ist vielleicht nicht die stabile Innovationsmaschine, für die er immer wieder verkauft wird. Wohin das alles führen wird, könnt ihr euch sicherlich denken. Aber was an dieser Wende nicht so ganz klar ist, warum Cyberpunk so schnell verschwunden ist. Kack Philosophy führt die kurzzeitige Popularität des Genres auf den Status des frühen Internets als eine antikapitalistische Enklave zurück. Und dass Cyberpunk letztendlich daran gescheitert ist, eine Orientierungshilfe für die nahe Zukunft zu schaffen. Aber ist das wirklich der Fall? All die Themen, die im Cyberpunk behandelt werden, sind nach wie vor relevant und nehmen an Fahrt auf. In 2000ern kamen zu dem Internet die Smartphones dazu und Social Media und die soziale Ungleichheit verschärfte sich durch die Einführung oder Fortführung der New Labour Politik, mit der Folge, dass es eine immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich gab, sowie eine immer instabiler werdende Marktinfrastruktur. Ich glaube nicht, dass Cyberpunk wirklich daran gescheitert ist, diese Wende vorauszusehen. Ich denke, Cyberpunk ist vor allem ästhetisch gescheitert. Wir sollten uns die Wende zu den 2000ern so vorstellen, dass die Simulation im Sinne Baudrillards gewonnen hat, indem sie Teil unserer Körper- und Denkstruktur wurde. In den dystopischen Welten, die Cyberpunk malt, sind all die Widersprüche dieser ökonomisch rücksichtslosen Gemeinschaft, dieser schönen neuen Welt, viel zu sichtbar. In anderen Worten, was verloren ging, ist nicht die Wirklichkeit einer authentischen sozialen Gesellschaft oder die Fiktion etwa einer sich immer weiter beschleunigenden Gesellschaft.
Vielmehr ist die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion, zwischen Simulation und Realität selbst verschwunden. Wie im Cronenberg-Film Existenz sehen wir eine Organifizierung der Simulation. Dem Unternehmer seiner selbst wird ein neuer Realismus vorgegaukelt, der als eine Überrealität, also ein Mischmasch aus Fiktion und Wirklichkeit, seine Künstlichkeit vor dem kritischen Auge verbirgt. Und so lassen wir der Ideologie freie Hand. Aus Skeptizismus wurde arrogante Rhetorik, aus Statistik wurde ein Cosplay der Wahrheit, Geld war nur noch eine Wette und Kultur ein bloßes Spekulationsobjekt. Die neue Erde, die Deleuze und Guattari uns versprachen, das neue Fleisch, was Cronenberg in Videodrome verzeihte, haben sich auf eine perverse Art und Weise tatsächlich durchgesetzt. Gleichzeitig ist es aber nicht verwunderlich, dass eine solche Zeit der Verwirrung dann Leute in den 2010ern hervorbringt, die anderen mit voller Überzeugung vorwerfen können, Schlafschafe zu sein oder ihre Videospiele als unpolitisch verteidigen können, ohne zu merken, dass sie den Moralismus, den sie vorgeben zu verurteilen, letztendlich selbst mit absolutem Eifer vertreten, nur eben auf der Seite der Konformität, die tagtäglich die Umwelt und die Gesellschaft einem tatsächlichen, sehr realen Kollaps näher bringt. Auch der Akzelerationismus, der sich nach Lands Zusammenbruch und der Auflösung der CCRU in alle Himmelsrichtungen verstreute, scheiterte zum Großteil an dieser neuen, schönen Welt. Und in diesem Licht sollte man auch Lands Rechtsruck beurteilen, denn er hat sich darauf eingeschossen, von vornherein den Kapitalismus als Täter auszuschließen. Und das ist genau der niederträchtigste Effekt von neoliberaler Propaganda. Der eigentliche Täter, der Kapitalismus, verschwindet im Nirvana einer vermeintlichen Objektivität. Der perfekte Zaubertrick. Der Zaubertrick des Realismus. Land fiel darauf herein und war fasziniert von dem neuen Autoritarismus, der sich in China durchgesetzt hat, und schloss für sich daraus, dass die wahre Barriere zum Fortschritt und zur Beschleunigung die Demokratie und die Gleichberechtigung ist. Denn niemals könnte ein solcher Stillstand der Stagnation eine Folge der marktwirtschaftlichen Tendenz zu Quasi-Monopolen sein, die dann eine innovationsfeindliche Umgebung schaffen, um ihren eigenen dominanten Status zu verteidigen, nicht wahr? Um zusammenzufassen, die 1980er stellten die Weichen für den Akzelerationismus in den 90ern, die ihn dann formten, wie er uns heute bekannt ist. Und in den 2000ern scheiterte der Akzelerationismus an seinen internen Widersprüchen und seiner Form. Damit ist er inhärent ein Produkt seiner Zeit. Oder in den Worten der Xenofeministin Helen Hester: Veränderungen in einem Bereich werden die Evolution in anderen beeinflussen, die wiederum in weiteren Entwicklungen rückwirken, in einen anhaltenden Prozess der Kokonstitution. Technologie ist sozial wie Gesellschaft technisch ist. Und ebenso wie diese Feststellung zu einem Gefühl der immer intensiveren Beschleunigung beitragen kann, zu einer Art Cyberrevolution durch Technologie, kann sie genauso gut eine Cyberrestauration hervorrufen, die all die Geschwindigkeit drosselt und in Repression verwandelt. Das gibt uns genug Kontext, um uns im nächsten Video dann Nick Lands Ideen selbst in Augenschein zu nehmen. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst mir ruhig ein Abo da, das übliche, liked, teilt, kommentiert gerne. Wenn genug Fragen zusammenkommen, schließe ich vielleicht an die drei Teile, die ich geplant habe, noch einen coolen AI an. Glitch out.